Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Und so weiter und so weiter. Unser Jesus Christus konnte den Leuten ganz schön die Meinung sagen. Unser Pfarrer übrigens auch, wenn er nicht gerade erkältet ist wie heute. Aber eigentlich wollten wir Ihnen ja nur eine kleine Kostprobe unserer Frühmesse bieten und euch nicht gleich den Tag verderben. Also, es wäre geradezu übermäßig toll, wenn ihr euch hier mal blicken lassen würdet. St. Augustin ist durchgehend geöffnet. Und zum Abschluss etwas Musik am Synthesizer unser neuer Organist Jörg Liebermann. Herr Badusche, geht das wirklich nicht, ehrlich. Jede Nacht hier sturzbesoffen eintrudeln und ihren Rausch ausschlafen. Hast du noch einen Kaffee für mich? Nein, Sie brauchen auch keinen Kaffee. Sie brauchen einen Arzt und eine dreiwöchige Entziehungskur. Beim nächsten Ton ist es 7 Uhr und 35 Minuten. Piep! Und wie jeden Morgen um diese Zeit unsere Musik zum Munterwerden. Kikriki! Jawohl, heute ist der Tag der Narren, also schön lustig sein, gell? 50 Mark kannst du mir leihen. Nein, Geld gibt's auch keins mehr. Kriegst du nächste Woche wieder. Oh, mir steht's bis hier mit Ihnen, echt! Dann leih mir wenigstens ein Kostüm. Ich trink nicht mehr, ehrlich. Ich muss auf den Ball heute Abend. Elisabeth und ich waren jedes Jahr auf dem Ball. Ich muss ein Kostüm haben. Spardusch, kapier doch endlich. Ihre Frau ist nicht mehr Ihre Frau. Und mit meinem Kostüm können Sie sowieso nichts anfangen. Hier. Ich gehe als Papiertüte. No plastics. Das nützt die schönste Umwelt, wenn die Menschen kaputt sind. Joe. 50 Mark. Das letzte Mal. 7.38 Uhr. Es wird jetzt Zeit, dass Sie aus den Federn kommen, sonst verpassen Sie Ihren Bus und kommen nicht rechtzeitig ins Geschäft, gell? Heidi, hast du den Wecker verstellt? Was? Los, komm, aufstehen! Schon nach 7:30 und ich war noch nicht auf dem Schlachthof, Mensch. Das kann ja lustig werden. Weißt du, was ich geträumt habe? Zentnerweise Kartoffelsalat, 400 Bratwürstchen, 200 Hähnchenschlägel. Komm hoch, Mädchen, wir haben Fasching. Ich habe geträumt, du bringst mir das Frühstück ans Bett. Was? Naja, ich denke, du liebst mich. Das ist ja noch schöner. Ich bin 25 Jahre verheiratet, in der ganzen Zeit habe ich meine Frau nicht einmal das Frühstück ans Bett gebracht. Dann werde ich bei dir damit anfangen. Nun komm. Und darauf bist du wohl auch noch stolz, was? Jawohl, das bin ich auch. Das hat nämlich Charakter. Charakter? Also, ist doch allerhand. In der Frühmesse lässt sich die Frau Karnitz auch nicht mehr blicken. Und die arme Frau Maywald sitzt im Odenwald bei ihrer Mutter. Und der Kurt, der posiert mit seiner Tänzerin. Peter! Sie haben ein Gemüt wie ein Kartoffelstampfer. Müssen Sie das ausgerechnet von dem Jungen sagen? Aber der weiß das doch längst, der arme Kerl. Also, Herr Pfarrer, wenn Sie die Frau Maywald nicht anrufen, dann unternehme ich was. Unterstehen Sie sich. Aber wenn die Frau Maywald dahinter kommt, dann gibt's doch mal einen Totschlag. Eben! Kommt die Frau Karnitz heute nicht? Hilf mir lieber. Ich muss in die Schule. Ach nee. Wird heute nicht geschwänzt? Gib cool. Den Stoff, den wir in diesem Jahr durchnehmen, den kann ich im Schlaf. Ja, das glaubst du. Ich hoffe es. Und die Lehrer, die würden es ganz gerne mal testen. Lass dich doch mal sehen, sonst vergessen sie dich noch beim Zeugnis. Kann ich mir 10 Mark aus der Kasse nehmen? Du bist mir noch 2 Wochen Taschengeld schuldig. Das macht eigentlich 20.
20. Und? 30 Mark? Wofür? 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 Ist doch Fasching, Junge. Wenn es ein Trinkgeld sein soll, dann ist es zu viel. Willst du mich jedoch bestechen, dann ist es zu wenig. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ganz besonders abends, nachts, morgens. Kurt, du tust so, als wären wir verheiratet, aber du hast noch eine Frau. Ich bin nur dein Verhältnis. Heidi. Nix Heidi. Irgendwann kommt Trude zurück und was ist dann? Egal, was zwischen uns beiden war, das habe ich noch mit keiner anderen Frau erlebt. Das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Du bist... Was? Was? Morgen früh bringe ich dir das Frühstück ans Bett. Aber nur morgen. Und erst ab 12. Jetzt ran an die Arbeit. Soll ich noch heißes Wasser nachgießen? Nein! No, wachst du mal! Sie machen den besten Kaffee von ganz Lieberfeld, Frau Bebel. Wollen Sie mich heiraten? Ach, Gottes Willen. Herr Badusch? Ich bin ab morgen nämlich ein freier Mann. Lassen Sie mich los, Frau Bebel! Na bitte, ist Ihre Erkältung und ich meine. Kommen Sie, August, wir gehen. Und Sie? Sie gehen als Penner auf den Ball, oder was? Nein, eigentlich wollte ich Sie nur fragen. Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob Sie mir vielleicht 100 Mark leihen könnten, oder. Weil ich muss zum Friseur und mich auf Vordermann bringen. Jetzt mache ich einen schlechten Eindruck. Beim Scheidungstermin. Lustig, ne? Aschermittwoch, 15 Uhr. Ach, Herr Badosch. Was, mehr haben Sie nicht dazu zu sagen? Ich denke, die Kirche hat was gegen Ehescheidung. Wenn ich Ihre Frau wäre, dann... Das kann Elisabeth nicht machen. Nicht jetzt, gerade wo ich wieder etwas in Ordnung komme. In Ordnung? Sie stinken 10 Meter gegen den Wind nach billigem Alkohol, Herr Badosch. Das ist nicht in Ordnung. Ihnen kann keiner helfen, wenn Sie sich nicht selber helfen. Also, lassen Sie Ihre Frau in Ruhe, ja? Kein Mann kann eine Frau zur Liebe zwingen, Herr Badosch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass meine Frau ein Verhältnis hat. Und zwar nicht erst seit gestern. Nein, das weiß ich nicht. Aber falls es stimmt, kann man ihr nur gratulieren und wünschen, dass sie hoffentlich einen Menschen gefunden hat, der sie liebt und respektiert. Herr Kempfert. Aber es ist doch wahr! Bitte erklären Sie es ihm! Sie sind doch eine Frau! Der Mann ist verheiratet! Herr Badusch. Hey, Sie kennen ihn. Dr. Scheumann, Gynäkologe. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Der hat die Frauen ja studiert. Hier, ich hole Ihnen jetzt eine Kopfschmerztablette und dann rufe ich in der Klinik an. Vielleicht kriege ich einen Termin für Sie und Ihre Leber. Und Sie werde ich auch gleich verarzten. Meine Zettel hier auf dem Schreibtisch fest. Frau Bebel hat wieder aufgeräumt. Haben Sie das gelesen? Diese Ehegeschichten, ich kann es bald nicht mehr hören. Warum heiraten die Leute, wenn sie sich nach ein paar Jahren schon nicht mehr ausstehen können? Verstehen Sie das? Sowas weiß man eben erst hinterher. Ja, da stehen Sie vor mir am Altar und versprechen sich Liebe und Treue in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod Sie scheidet.
Ja, sind das alles nur Sprüche? Was regen Sie sich auf? Das ist doch nicht Ihr Problem. Bitte. Danke. Natürlich ist das mein Problem. An mir bleibt's ja hängen. Im Beichtstuhl. Wollen Sie die Frau Maywald etwa anrufen? Ja. Sie kann sich ja nicht ewig bei der Oma im Odenwald verstecken. Auch der beste Pfarrer kann eine kaputte Ehe nicht retten. Ja, aber vielleicht ein schlechter. Wie ich. Man muss doch wenigstens versuchen, oder? Hallo. Maywald. Ich bin's. Kämpfert. Hallo, Frau Maywald. Nein, nein, das war wirklich Herr Kämpfert. Er ist nur erkältet. Nein, Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Es ist alles in Ordnung. Nein, wirklich. Er wollte nur mal fragen, wie es Ihnen geht. Wie ist es bei Ihnen da draußen? Schön? Ja, wunderbar. Nein, wirklich, es besteht überhaupt kein Grund, Frau Maywald. Also, Entschuldigung, aber so geht das wirklich nicht, Herr Kämpfert. Ich reiße mir die Beine aus, bequatsche meinen Schwager, lasse ihn Ölfilter wechseln, Benzinleitung erneuern, tadellose Bremsbeläge raufdonnern, ja? Besorge anständige Bereifung, schön rund erneuert, aber immerhin rund erneuert, mache eine Probefahrt nach der anderen mit ihm, obwohl ich heute zum Beispiel eine Senioren-Sonderfahrt zur Spielbank Baden-Baden habe. Und was machen Sie? Gehen mir aus dem Weg. Jawohl. Gestern zum Beispiel warte ich eine geschlagene Stunde vor dem Marienhospital auf Sie, um erfahren zu müssen, dass Sie klammheimlich hinten rausgewitscht sind, wie ein Wiesel. Naja, vielleicht nicht gerade wie ein Wiesel. Und jetzt reden Sie nicht mal mehr mit... Aber das liegt ja im... Darf doch nicht wahr sein. Ist ja unheimlich, unheimlich. Am Ende kriegen Sie mich jetzt allem rum. Aber das eine sage ich Ihnen, das ist unsere letzte, allerletzte Probefahrt in diesem Leben. Wo wollen Sie denn hin? Heute fahren wir in den Odenwald, schönen Odenwald. Holla hier rein. Fragst du es Dr. Schollmann? Ja. Ja? Ja, ist gut. Ich hab's notiert. Ja, wiederhören. Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Ganz sicher. Dr. Schollmann ist Gynäkologe, Frauenarzt. Es handelt sich um eine Frau. So, Frau Enzli. Und wer sind Sie? Ich müsste den Herrn Doktor mal kurz sprechen. Das geht jetzt unmöglich. Um was handelt es sich denn? Ja, das möchte ich ihm lieber unter vier Augen sagen. Es dauert noch 3 Minuten. Sie haben ja getrunken. Ah, da ist er ja. Guten Morgen, Herr Doktor. Wie geht's Ihrer Lieblingspatientin? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Edel, edel. Sie sind Klaus Spadusch, nehme ich an. Richtig. Der Mann von Elisabeth Bardusch. Soviel ich weiß, hat Ihre Frau die Scheidung eingereicht. Ja, das hat sie. Und ich nehme an, das ist ein Ergebnis Ihrer Therapie. Und Sie glauben, ich sei der Grund? Haben Sie was zu trinken? Sie machen mich nervös. Leute wie Sie machen mich immer nervös. Sie sind so perfekt. Na, Cognac werden Sie doch haben. Einen kleinen Likör für Ihre Damen. Ich bin nämlich Alkoholiker. Ich heiße Klaus Bardusch und bin Alkoholiker. Das hat meine Frau Ihnen sicher alles erzählt. Herr Bardusch, was kann ich für Sie tun? Ja, gute Frage, Doktor. Sehr gute Frage. Sie hat mir nie eine Chance gegeben, müssen Sie wissen. Sie wollte einen Dichter heiraten und hat einen Zeitungsschreiber bekommen. Sie wollte so einen perfekten Mann. Und hat eine Flasche aus mir gemacht. Jawohl. Ich hatte keine Chance, verstehen Sie? Keine Chance.
Also, Herr Badusch, jetzt hören Sie mal gut zu. Ihre Frau hat getan, was sie konnte. Sie ist bei mir wegen schwerer psychosomatischer Störungen in Behandlung. Störungen, als deren Ursache unschwer eine zerrüttete Ehe zu erkennen ist. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe das Wartezimmer voller Patienten. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Eingebildet, kaltschnäuzig und widerlich gesund. Sie spielen bestimmt zweimal die Woche Tennis, stimmt's? Und sonntags gehen Sie ins Theater. Lustige Witwe im Abonnement oder Othello. Herr Badusch, Sie tun mir leid. Aber ein bisschen Geduld, Doktor. Vielleicht hat's ja doch noch ein Happy End und Othello bringt sich selber um. Eberburg? Ach, Frau Maywald. Nee, der ist gerade beim Metzger wegen der Würstchen für heute Abend. Hans-Peter? Ja, dem geht's auch gut. Ja. Nein, nein, ist alles in Ordnung. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ja, ich werde es dem Kurt ausrichten. Ach, habe ich Kurt gesagt? Das ist mir nur so raus... Ja. Ja. Wiederhören, Frau Maywald. Der Eberfelder Narrenball statt. Und wie jedes Jahr werden auch diesmal die besten Kostüme prämiert. Erster Preis, ein kostenloser Fahrschein für zwei Personen für eine Busreise nach Baden-Baden. Gestiftet von der Firma Horst Metzger. Zweiter Preis, ein kostenloser Haarschnitt oder eine Dauerwelle im Salon von Theo Stutz. Dritter Preis, gestiftet von Radio St. Augustin, ein Besuch in unserem Studio, hier im Kirchturm über den Dächern von Eberfeld. Na, ist das nichts? Ich verstehe das einfach nicht. Fahre ich alleine, läuft der Diesel wie geschmiert. Kaum sitzen Sie neben mir, bricht alles zusammen. Was sind Sie denn für ein Tierkreiszeichen, Jungfrau? Hä? Verstehe kein Wort von dem Gekrächze. Mit der Erkältung sollten Sie eigentlich in Federn liegen. Heiße Wärmflasche an den Sohlen, steifen Grog im Hals. Was wollen Sie überhaupt bei Frau Maywald? Ah, kann mir auch egal sein. Hauptsache der Vertrag kommt unter Dach und Fach. Haben mein Schwager noch mal runtergehandelt. Nur noch 3,8. Nur noch 3.800. Was sagen Sie jetzt? Nee, ist zwecklos. Ihr Lautsprecher funktioniert heute nicht. Wissen Sie was? Am besten Sie schreiben es mir auf einen Zettel. Ich fahre mal rechts ran. Bin mit dem Wagen einverstanden, aber bitte hören Sie auf zu reden. Muss nachdenken. Sehr gut. Ist geritzt, der Fahrer, ist geritzt. Denken Sie so viel Sie wollen von mir. Psst, kein Wort. Füßlein, Gesundheit, schweigen, Gefallen. Nur noch eins für 3,8, ja? Also für 3,8 ist der Wagen ja so gut wie geschenkt. Gerade heute, wo es in der Preisklasse kaum noch was gibt. Gratulation, Herr Kämpfer. Ist ja praktisch unzerstörbar, so ein Diesel. Und verzeiht Fahrfehler, die einem Anfänger wie Ihnen garantiert noch unterlaufen. Also letztes Jahr, ja, da hatte der Herr Rösner den ersten Preis gemacht als Gorilla. King Kong, Sie wissen schon. Also was gehen Sie denn, Herr Kämpfer? Sie gehen ja diesmal auch auf den Ball. Ich gehe ja als Marsmensch. Bitte? Ach so, wir sind schon da. Ich kann ja das Fahrzeug inzwischen schon mal wenden. Bitte machen Sie nicht so lange. Gehen nur mal telefonieren da drüben auf dem Sprung. Ja, Herr Kämpfer, dich. Bitte sehr.
Schau mal, wer da ist, Mutter. Grüß Gott. Sie sind den ganzen Tag nur fern. Ich existiere überhaupt nicht. Sie macht doch mal leiser. Nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Ja, Kurt hat... Geben Sie sich keine Mühe, Herr Kempfert. Wenn Kurt was von mir will, dann soll er gefälligst selber kommen. Und nicht Sie vorschieben. Jetzt merkt er endlich mal, wie das ist, wenn man plötzlich alles alleine machen muss. Kochen, putzen, bedienen. Ja? Es will alles gemacht sein. Therapie. Eheberatung? Gruppentherapie? Herr Kempfert, Sie kennen doch Kurt. Sein Intimleben ist ihm heilig. Er darf nicht mal seine Unterhosen im Hof aufhängen, weil die Nachbarn sie sehen könnten. Wollen Sie eine heiße Zitrone? Wenn Ihr Mann mit der Therapie einverstanden ist, kommen Sie dann wieder? Das wäre ein Wunder. Wunder sind meine Spezialität. Herr Kempfert. Sie müssen schon gehen. Grüßen Sie Hans-Peter bitte ganz lieb von mir. Ja? Das werde ich tun. Und ich vergesse. Auf Wiedersehen. Das Fernsehen ist hier ein und alles. Ich existiere überhaupt nicht mehr für Sie. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Sag mal, interessiert dich das eigentlich gar nicht, Mutter? Sag doch auch mal was. Der Pfarrer hat recht, Trudel. Gott sei Dank. Kommen Sie, Herr Kämmer, kommen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich bin zweiter Vorsitzender vom Karnevalsverein. Werde dringend gebraucht. Doch. Schlüssel! Aufschließen! In welcher Tasche? Sagen Sie nichts. Kann ich schon denken. Stoßstange im Eimer, Kotflügel, Schrott, Scheinwerfer, halbblind. Danke. Danke. Bin ja Kummer gewöhnt. Da. Mörder. Und wir kein Vertrag. Obwohl, rechtlich gesehen, ist es ja eigentlich schon Ihr Wagen. Haben Sie ja eben schriftlich fixiert. Wo habe ich denn den blöden Zettel? Wo ist der Zettel? Ist so gut wie ein Vertrag. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Ach, das kitzelt aber. Wer schön sein will, muss leiden. Also das soll Charlie Chaplin sein? Also jetzt mäkeln Sie nicht um, Frau Bebel. Sie sind sowieso ein Problemfall. Oh. Oder wollen Sie als Kleopatra gehen? Ja, was wollen Sie denn jetzt noch hier? Eigentlich mal längst zu. Rasieren, Haare waschen, das ganze Programm. Ich brauche eine Generalüberholung. Generalüberholung? Wie wäre es, wenn Sie sich gleich einen neuen Klaus Bartusch anschaffen würden? Viel ist dann nämlich nicht mehr zu machen. Nun machen Sie schon, Meister. Stutz! Sehen doch, ich kann jetzt nicht. Bei Alkoholikern muss man vorsichtig sein. So ist es, Herr Stutz. Also bis heute Abend, Frau Bebel, ja? Ja. Und vergessen Sie Ihren Hut nicht, sonst sehen Sie aus wie Weiland, unser Führer. Warum haben Sie eigentlich nie geheiratet, Herr Stutz? Ganz einfach, Herr Bartusch. Weil mich keiner wollte. Naja, man kann keine Frau zwingen, einen Mann zu lieben. So ist es, Herr Bartusch.
Aber das liegt daran, dass Sie nur das sehen, was in Ihr Weltbild passt. Was ist zum Beispiel, wenn Frau Maywald jetzt in der Eberburg auftaucht? Hä? Und was ist, wenn Klaus Badusch nach Ihrer aufmunternden Predigt von heute früh anfängt, Amok zu laufen? Wieso? Auf die Idee, dass der liebe Gott Sie vielleicht absichtlich mit dieser Krankheit zum Schweigen gebracht hat, damit Sie ihm nicht dauernd dazwischen pfuschen. Darauf sind Sie wohl noch nicht gekommen. Wo wollen Sie denn jetzt schon wieder hin? Jetzt trinken Sie erst mal eine heiße Zitrone und dann machen wir noch kalte Essigbrücke. Nur lassen Sie es klingeln, das versteht Sie doch eh keiner. Ja, Kempfert. Endlich. Sie müssen was unternehmen, Herr Kempfert. Der Badusch hat Sie nicht mehr alle. Wieso? Mein Kostüm hat er geklaut und gesoffen hat er auch. Also wenn Sie mich fragen, der Mann gehört in eine geschlossene Abteilung. Wo ist er jetzt? Ja, keine Ahnung. Aber wenn Sie jemanden rumlaufen sehen in der Tüte. Das ist er, ja. Tüte? Ja, Tüte. So, ich muss jetzt Schluss machen. Ciao. Sehr witzig, Joe. Eigentlich haben wir ja schon zu, aber wenn du was trinken willst, bedien dich. Joe, darf ich dich mal was fragen? Glaubst du auch, dass mein Vater mit der Heidi Karnitz ins Bett geht? Ich verstehe nur nicht, warum. Ich meine, er hat doch eigentlich die Mama. Du hast doch auch eine Freundin, oder? Also warum machen sie alle so einen Zirkus um den Sex und die Fortpflanzung? Es ist doch, ich meine, er hat doch schon zwei Kinder. Marion und mich. Der Mensch ist ein seltsames Tier. Ohne Liebe wird ein Mensch verrückt. Kinder brauchen Liebe von ihren Eltern. Und die Eltern brauchen die Liebe voneinander. Aber das lernt man nicht in Biologie und in Religion erst recht nicht. Weil keiner wirklich weiß, was Liebe ist. Herr Badusch! Nur, wenn sie fehlt, das spürt man. So ist das, mein Junge. Erst wenn sie nicht mehr da ist, dann weiß man, was Liebe ist. Versuchen Sie zu schlafen. Sie müssen nicht immer alles alleine machen, Herr Kempfert. Ich kümmere mich um Herrn Badusch. Und jetzt wird geschlafen. Schlafen ist die beste Medizin. Gute Nacht und gute Besserung. Und der Wickel bleibt dran. Zwei Bratwürste und zwei Schlägel. Was für ein schönes Paar. Die Frau Badusch und der Herr Doktor. Moment, soll ich alles alleine machen oder was? Komm, Laser spülen. Ich lasse mir Brust verbrennen, Frau Bebel. Ich? Was, wenn mir das hier Spaß machen wird? Vier Stück, was soll das, Herr Hähnlein? Die sind nicht für mich, die sind für Herrn Kempfert. Wenn er später kommt, ist nichts mehr da. Egal. Mit dem warte ich keine extra Wurst. Heidi! Was ist denn vor? Herr Kempfert kommt nicht. Der liegt mit 39 Grad Fieber im Bett. Kann ich einen Wein haben, bitte?
wissen Sie das? Haben Sie Röntgenaugen? Bitte. Bitte lassen Sie mich los. Lassen Sie mich doch los mit dem Schwindel. Na, Herr Bardusch, wie wär's mit einem Tänzchen? Na, was ist denn? Oh, Günther, bitte, bitte lass uns gehen. Wieso? Wir sind doch gerade erst gekommen. Das war eben mein Mann. Wie? Ja. Elisabeth. Ich weiß es ganz genau. Und Schwester Sophie glaubt's auch. Na ja, wenn schon. Du kannst doch nicht ein Leben lang vor ihm wegrennen. Oh, bitte. Na gut, komm. Der mit der Tüte, das ist Herr Bardusch. Nein, das ist der Jo. Er hat dem Joe sein Kostüm geklaut. Bist du sicher? Joe ist doch ein Sender. Oh Gott. Das gibt dir Unglück. Elisabeth, wer? Los, sagen Sie schon. Los, 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 los. Die Herrschaften haben nämlich eben, Sie sind Zeuge, die Visage von meinem schönen Diesel demoliert. Also, wenn Sie die Dame kennen, sagen Sie es gefälligst, wer die war. Oder es wird böse Folgen für Sie haben. Scheumann, Dr. Günther Scheumann. Sie sind Zeuge, ist das klar? Mehr Schwein als Verstand wirst wieder bildschön repariert, mein Alter. Dr. Scheumann zahlt alles. Wo ist er? Dr. Scheumann? Verkehrsunfallflucht über alle Berge. Nein, der Bardusch. Der Bardusch, was wollen Sie mit dem? Was wollen Sie mit einem Modell Knalltüte? Wie wär's denn mit mir, schöne Frau? Mit mir und meinem rassigen UFO? Wir können doch zum Mars. Wir könnten doch zum Mars. Wir können doch nicht. Ich hab was für Sie. Frau Maywald ist eingekehrt. Na also. Und noch was. Auch noch für Sie. Ja. Hab ich für Sie organisiert. Wurscht. Ja. Soll ich es nochmal warm machen? Sie haben nichts versäumt da drüben. 2 Stunden maximal und alle sind besoffen. Frau Bebel als Charlie Chaplin, na ja, das Einzige noch vielleicht, aber wie finden Sie mich als Clown? Ich wollte schon als kleiner Junge Clown werden, aber mein Vater hatte was Besseres mit mir vor, Bankkaufmann. Ja, auch als Bankkaufmann war ich eine komische Nummer. Haben Sie Bardusch gesehen? Nein, den habe ich nicht gesehen. Papiertüte. Papiertüte, das war der Joe. Papiertüte. Der Joe ist in der Papiertüte. Es sind überhaupt viele Tüten. Was ist denn? Um Gottes Willen, wo wollen Sie denn hin? Aber Sie können doch nicht auf, Herr. Aber die, Herr Kämpfer, die Schwester Sophie bringt mich um. Herr Kämpfer!
Soll ich nicht doch noch bleiben? Nein, nein. Ich hab doch die Tablette genommen, ich werde gleich schlafen. Nimm aber auf gar keinen Fall noch weiter. Und schließ gut ab. Leg die Kette vor, ja? Mein Mann ist im Moment ziemlich unberechenbar. Oh Gott, ich möchte nur schlafen. Und dass dieser Scheidungstermin endlich morgen vorbei ist. Ach, weißt du, Klaus ist zwar Alkoholiker, aber er ist ja nicht gewalttätig. Elisabeth. Nicht erschrecken. Du verachtest mich. Ich kann ohne dich nicht leben. Und mit dir auch nicht. Sag, dass du mich nicht verachtest. Sag das. Lass mich nicht so richtig an. Sag bitte. Verachte dich nicht. Hilf mir nicht an. Das tust du nicht. Schwester Sophie, was... Wo ist Bardusch? Der ist weg. Und Frau Bardusch auch. Und Dr. Schollmann ist bei ihr. Also Sie haben völlig umsonst Ihr Leben riskiert. Und wenn Sie nicht in 10 Minuten wieder in Ihrem Bett sind, dann passiert was. Das habe ich gewusst. Ich hab's gesagt. Also echt gut. Ich hätte Sie beide gar nicht erkannt. Als Pfarrer sehr originell, aber den ersten Preis kriegen Sie dafür nicht. Ich muss mit dem Wagen. Alles in Ordnung. Dr. Schollmann zahlt alles. Der Herr hat's genommen, der Herr wird's geben. Ich bin ein Bibelkenner. Falls Sie zufälligerweise vorhaben, mit Herrn Maywald hinterher, ich habe seine Frau gerade gesehen. Frau Maywald ist wieder da. Sagen Sie das Ihrem Verlobten, Amoroso, Fidanzato, Salute. Elisabeth. Frau Bardusch. Frau Bardusch. Frau Bardusch.
Tja, es war ein lustiger Tag. Aber am Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei. Und da der letzte Eberfelder mit seiner Eberfelderin endlich sein warmes Nest aufsucht, kann auch ich hier abschalten und den Finken und den Spatzen das Programm überlassen. Wie sagte schon Zarathustra, oder was meine Großmutter, wer schläft, der sündigt nicht. In diesem Sinne, gute Nacht allerseits. Du schlägst mich jetzt gleich in die Schwelle oder du kannst gleich alleine schlafen. Ich bin froh, wenn ich mich selber in die Schwelle kriege. Komm mal rauf. Ja, komm, du. Komm. Oh. Leises Mädchen bist du ja gerade nicht. Ne? Mein Zuckerpuppe. Morgen früh bringe ich dir das Frühstück ans Bett. Aber nur morgen. Und erst ab 12. Und jetzt ran an die Arbeit. Soll ich noch heißes Wasser nachgießen? Nein! Kaffee von ganz Eberfeld, Frau Bebel. Wollen Sie mich heiraten? Ach, Gottes Willen. Herr Bardusch? Ich bin ab morgen nämlich ein freier Mann. Lassen Sie mich los, Frau Bebel! Na bitte, ist Ihre Erkältung und ich meine. Kommen Sie, August, wir gehen. Und Sie? Sie gehen als Penner auf den Ball, oder was? Nein, eigentlich wollte ich Sie nur fragen. Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob Sie mir vielleicht 100 Mark leihen könnten, oder weil ich muss zum Friseur und mich auf Vordermann bringen. Sonst mache ich einen schlechten Eindruck beim Scheidungstermin. Lustig, nicht?
Aschermittwoch, 15 Uhr. Ach, Herr Bardosch. Was, mehr haben Sie nicht dazu zu sagen? Ich denke, die Kirche hat was gegen Ehescheidung. Wenn ich Ihre Frau wäre, dann... Das kann Elisabeth nicht machen. Nicht jetzt, gerade wo ich wieder etwas in Ordnung komme. In Ordnung? Sie stinken 10 Meter gegen den Wind nach billigem Alkohol, Herr Bardosch. Das ist nicht in Ordnung. Ihnen kann keiner helfen, wenn Sie sich nicht selber helfen. Also, lassen Sie Ihre Frau in Ruhe, ja? Kein Mann kann eine Frau zur Liebe zwingen, Herr Bardosch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass meine Frau ein Verhältnis hat. Und zwar nicht erst seit gestern. Nein, das weiß ich nicht. Aber falls es stimmt, kann man ihr nur gratulieren und wünschen, dass sie hoffentlich einen Menschen gefunden hat, der sie liebt und respektiert. Herr Kempfert. Aber es ist doch wahr! Bitte erklären Sie es ihm! Sie sind doch eine Frau! Der Mann ist verheiratet! Herr Bardosch. Hey, Sie kennen ihn. Dr. Scheumann, Gynäkologe. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Der hat die Frauen ja studiert. Ja, ich hole Ihnen jetzt eine Kopfschmerztablette und dann rufe ich in der Klinik an. Vielleicht kriege ich einen Termin für Sie und Ihre Leber. Und Sie werde ich auch gleich verarzten. Meine Zettel hier auf dem Schreibtisch fest. Frau Bebel hat wieder aufgeräumt. Hast du das gelesen? Diese Ehegeschichten, ich kann es bald nicht mehr hören. Warum heiraten die Leute, wenn sie sich nach ein paar Jahren schon nicht mehr ausstehen können? Verstehen Sie das? Sowas weiß man eben erst hinterher. Ja, da stehen sie vor mir am Altar und versprechen sich Liebe und Treue in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod sie scheidet. Ja, sind das alles nur Sprüche? Was regen Sie sich auf? Das ist doch nicht Ihr Problem. Bitte. Danke. Natürlich ist das mein Problem. An mir bleibt. Werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Und so weiter und so weiter. Unser Jesus Christus konnte den Leuten ganz schön die Meinung sagen. Unser Pfarrer übrigens auch, wenn er nicht gerade erkältet ist wie heute. Aber eigentlich wollten wir Ihnen ja nur eine kleine Kostprobe unserer Frühmesse bieten und euch nicht gleich den Tag verderben. Also, es wäre geradezu übermäßig toll, wenn ihr euch hier mal blicken lassen würdet. St. Augustin ist durchgehend geöffnet. Und zum Abschluss etwas Musik am Synthesizer unser neuer Organist Jörg Liebermann. Herr Bardosch, geht das wirklich nicht, ehrlich. Jede Nacht hier sturzbesoffen eintrudeln und Ihren Rausch ausschlafen. Hast du noch einen Kaffee für mich? Nein, Sie brauchen auch keinen Kaffee. Sie brauchen einen Arzt und eine 3-wöchige Entziehungskur. Beim nächsten Ton ist es 7 Uhr und 35 Minuten. Piep! Und wie jeden Morgen um diese Zeit unsere Musik zum Munterwerden. Kikriki! Jawohl, heute ist der Tag der Narren, also schön lustig sein, gell? 50 Mark kannst du mir leihen. Nein, Geld gibt's auch keins mehr. Kriegst du nächste Woche wieder. Oh, mir steht's bis hier mit Ihnen, echt! Dann leih mir wenigstens ein Kostüm. Ich trinke nicht mehr, ehrlich. Ich muss auf den Ball heute Abend. Elisabeth und ich waren jedes Jahr auf dem Ball. Ich muss ein Kostüm haben. Bardosch, kapier doch endlich. Ihre Frau ist nicht mehr Ihre Frau. Und mit meinem Kostüm können Sie sowieso nichts anfangen. Hier. Ich gehe als Papiertüte.
No Plastics. Was nützt die schönste Umwelt, wenn die Menschen kaputt sind? Joe, 50 Mark. Das letzte Mal. 7.38 Uhr. Es wird jetzt Zeit, dass Sie aus den Federn kommen, sonst verpassen Sie Ihren Bus und kommen nicht rechtzeitig ins Geschäft, gell? Heidi, hast du den Wecker verstellt? Nein. Los, los, komm, aufstehen! Schon nach 7:30 und ich war noch nicht auf dem Schlachthof, Mensch. Das kann ja lustig werden. Weißt du, was ich geträumt habe? Zentnerweise Kartoffelsalat, 400 Bratwürstchen, 200 Hähnchenschlägel. Komm hoch, Mädchen, wir haben Fasching. Ich habe geträumt, du bringst mir das Frühstück ans Bett. Was? Naja, ich denke, du liebst mich. Das ist ja noch schöner. Ich bin 25 Jahre verheiratet, in der ganzen Zeit habe ich meine Frau nicht einmal das Frühstück ans Bett gebracht. Da werde ich bei dir damit anfangen. Nun komm. Und darauf bist du wohl auch noch stolz, was? Jawohl, das bin ich auch. Das hat nämlich Charakter. Charakter. Also, ist doch allerhand. In der Frühmesse lässt sich die Frau Karnitz auch nicht mehr blicken. Und die arme Frau Maywald sitzt im Odenwald bei ihrer Mutter. Und der Kurt, der posiert mit seiner Kinder. Peter! Sie haben ein Gemüt wie ein Kartoffelstampfer. Müssen Sie das ausgerechnet von dem Jungen sagen? Aber der weiß das doch längst, der arme Kerl. Also, Herr Pfarrer, wenn Sie die Frau Maywald nicht anrufen, dann unternehme ich was. Unterstehen Sie sich. Aber wenn die Frau Maywald dahinter kommt, dann gibt's doch mal den Totschlag. Eben! Kommt die Frau Karnitz heute nicht? Hilf mir lieber. Ich muss in die Schule. Ach nee. Wird heute nicht geschwänzt? Gib cool. Den Stoff, den wir in diesem Jahr durchnehmen, den kann ich im Schlaf. Ja, das glaubst du. Ich hoffe es. Und die Lehrer, die würden es ganz gerne mal testen. Lass dich doch mal sehen, sonst vergessen sie dich noch beim Zeugnis. Kann ich mir 10 Mark aus der Kasse nehmen? Du bist mir noch 2 Wochen Taschengeld schuldig. Das macht eigentlich 20. Und? 30 Mark? Wofür? 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 Ist doch Fasching, Junge. Wenn es ein Trinkgeld sein soll, dann ist es zu viel. Willst du mich jedoch bestechen? Dann ist es zu wenig. Ich liebe dich. Ganz besonders abends, nachts, morgens. Kurt, du tust so, als wären wir verheiratet, aber du hast noch eine Frau. Ich bin nur dein Verhältnis. Heidi. Nix Heidi. Irgendwann kommt Trude zurück und was ist dann? Egal. Was zwischen uns beiden war, das habe ich noch mit keiner anderen Frau erlebt. Das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Du bist... Du bist ja hängen im Beichtstuhl. Wollen Sie die Frau Maywald etwa anrufen? Ja. Sie kann sich ja nicht ewig bei der Oma im Odenwald verstecken. Auch der beste Pfarrer kann eine kaputte Ehe nicht retten. Ja, aber vielleicht ein schlechter, wie ich. Man muss es doch wenigstens versuchen, oder? Hallo? Maywald. Ich bin's. Kämpfert. Hallo, Frau Maywald.
Nein, nein, das war wirklich Herr Kempfert. Er ist nur erkältet. Nein, Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Es ist alles in Ordnung. Nein, wirklich. Er wollte nur mal fragen, wie es Ihnen geht. Wie ist es bei Ihnen da draußen? Schön? Na, wunderbar. Nein, wirklich, es besteht überhaupt kein Grund, Frau Maywald. Also, Entschuldigung, aber so geht das wirklich nicht, Herr Kempfert. Ich reiße mir die Beine aus, bequatsche meinen Schwager, lasse ihn Ölfilter wechseln, Benzinleitung erneuern, tadellose Bremsbeläge raufdonnern, ja? Besorge anständige Bereifung, schön rund erneuert, aber immerhin rund erneuert, mache eine Probefahrt nach der anderen mit ihm, obwohl ich heute zum Beispiel eine Senioren-Sonderfahrt zur Spielbank Baden-Baden habe. Und was machen Sie? Gehen mir aus dem Weg. Jawohl. Gestern zum Beispiel warte ich eine geschlagene Stunde vor dem Marinehospital auf Sie, um erfahren zu müssen, dass Sie klammheimlich hinten rausgewitscht sind, wie ein Wiesel. Naja, vielleicht nicht gerade wie ein Wiesel. Und jetzt reden Sie nicht mal mehr mit... Aber das liegt ja im... Darf doch nicht wahr sein. Sehr unheimlich, unheimlich. Am Ende kriegen Sie mich jetzt zu allem rum. Aber das eine sage ich Ihnen, das ist unsere letzte, allerletzte Probefahrt in diesem Leben. Wo wollen Sie denn hin? Heute fahren wir in den Odenwald, schönen Odenwald. Holla hier rein. Fragst du es Dr. Schollmann? Ja. Ja? Ja, ist gut. Ich hab's notiert. Ja, wiederhören. Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Ganz sicher. Dr. Schollmann ist Gynäkologe, Frauenarzt. Es handelt sich um eine Frau. So, Frau Enzlin. Und wer sind Sie? Ich müsste den Herrn Doktor mal kurz sprechen. Das geht jetzt unmöglich. Um was handelt es sich denn? Ja, das möchte ich ihm lieber unter vier Augen sagen. Es dauert noch 3 Minuten. Sie haben ja getrunken. Ah, da ist er ja. Guten Morgen, Herr Doktor. Wie geht's Ihrer Lieblingspatientin? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Edel, edel. Sie sind Klaus Badusch, nehme ich an. Richtig. Der Mann von Elisabeth Badusch. Soviel ich weiß, hat Ihre Frau die Scheidung eingereicht. Ja, das hat sie. Und ich nehme an, das ist ein Ergebnis Ihrer Therapie. Und Sie glauben, ich sei der Grund? Haben Sie was zu trinken? Sie machen mich nervös. Leute wie Sie machen mich immer nervös. Sie sind so perfekt. Na, Cognac werden Sie doch haben. Einen kleinen Likör für Ihre Damen. Ich bin nämlich Alkoholiker. Ich heiße Klaus Badusch und bin Alkoholiker. Das hat meine Frau Ihnen sicher alles erzählt. Herr Badusch, was kann ich für Sie tun? Ja, gute Frage, Doktor. Sehr gute Frage. Ja, sie hat mir nie eine Chance gegeben, müssen Sie wissen. Sie wollte einen Dichter heiraten und hat einen Zeitungsschreiber bekommen. Sie wollte so einen perfekten Mann. Und hat eine Flasche aus mir gemacht. Jawohl. Ich hatte keine Chance, verstehen Sie? Keine Chance. Also, Herr Badusch, jetzt hören Sie mal gut zu. Ihre Frau hat getan, was sie konnte. Sie ist bei mir wegen schwerer psychosomatischer Störungen in Behandlung. Störungen, als deren Ursache unschwer eine zerrüttete Ehe zu erkennen ist. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe das Wartezimmer voller Patienten. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Eingebildet, kaltschnäuzig und widerlich gesund.
Sie spielen bestimmt zweimal die Woche Tennis, stimmt's? Und sonntags gehen Sie ins Theater. Lustige Witwe im Abonnement oder Othello. Herr Walisch, ich tut mir leid. Aber ein bisschen Geduld, Doktor. Vielleicht hat's ja doch noch ein Happy End und Othello bringt sich selber um. Eberburg? Ach, Frau Malwald. Nee, der ist gerade beim Metzger wegen der Würstchen für heute Abend. Hans-Peter? Ja, dem geht's auch gut. Ja. Nein, nein, ist alles in Ordnung. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ja, ich werde es in Kurt ausrichten. Ach, habe ich Kurt gesagt? Das ist mir nur so raus... Ja. Ja. Wiederhören, Frau Maywald. Und nach dieser herzzerreißenden Melodie nun ein paar aktuelle lokale Meldungen. Heute Abend findet im Gemeindehaus der Eberfelder Narrenball statt. Und wie jedes Jahr werden auch diesmal die besten Kostüme prämiert. Erster Preis, ein kostenloser Fahrschein für zwei Personen für eine Busreise nach Baden-Baden. Gestiftet von der Firma Horst Metzger. Zweiter Preis, ein kostenloser Haarschnitt oder eine Dauerwelle im Salon von Theo Stutz. Dritter Preis, gestiftet von Radio St. Augustin, ein Besuch in unserem Studio. Hier im Kirchturm über den Dächern von Eberfeld. Na?